Unter den vielen Problemen des N42 und N46 Motors ist das Überspringen der Steuerkette wohl das Schlimmste. Im Laufe der Zeit hat BMW eine neue Version des Steuerkettenspanners herausgebracht. Durch Einbau des neuen Spanners kann die Wahrscheinlichkeit des Übersprungs gesenkt werden. Deswegen sollte man den neuen Spanner in jedem Fall einbauen. In diesem Video zeige ich euch, wie das geht. Man kann einfach von außen erkennen, ob man die neue oder die alte Version des Spanners verbaut hat. Um das zu prüfen, nimmt man zunächst den Luftansaugstutzen ab. Hier am Beispiel eines E46. Beim E90 müssen drei Torx-Schrauben gelöst werden, von da an geht es analog. Der linken Seite des Motors befindet sich der Steuerkettenspanner. Wenn der Sechskantkopf so dick ist wie hier zu sehen, dann ist der alte Spanner verbaut. Wenn sie dünn ist, wie hier auf diesem Bild, dann ist der neue Spanner verbaut und es muss nichts weiter getan werden. Um den Spanner auszubauen, nimmt man jetzt einen 27er Ringschlüssel, setzt an und löst den Spanner. Nach dem Anlösen kann man den Spanner einfach mit der Hand herausschrauben. Nicht vergessen, einen Lappen runterzulegen, denn es wird Öl rauskommen. Im ausgebauten Zustand sieht man auch gleich, wie sehr sich die Spanner unterscheiden. Der neue Spanner hat einen weiteren Regelbereich. Die Bohrung für den Öldruck ist deutlich weiter unten. Und der Spanner sitzt insgesamt auch tiefer im Block. Auch ist die Federvorspannung des neuen Spanners deutlich höher. Bei diesem Experiment sieht man, wären die Federn gleich stark, würden sie sich ähnlich gleich eindrücken. Die Feder des neuen Spanners ist aber deutlich stärker und kann den alten Spanner fast vollständig reindrücken, bevor sie selber nachgibt. Den neuen Spanner kann man dann relativ problemlos einsetzen, erst mit der Hand festschrauben und zu guter Letzt wieder mit dem 27er Ringschlüssel festziehen. Dann nur noch den Luftansaugstutzen draufbauen und das war's. Mit dieser einfachen Operation habt ihr relativ kostengünstig die Wahrscheinlichkeit gesenkt, dass ihr einen naja, sehr teuren Steuerkettenübersprung habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Und wenn ihr mehr über Automobil und Reparaturen mitbekommen wollt, dann abonniert doch diesen Kanal und besucht mich auf meiner Facebook-Seite EcuTech. Ciao und bis zum nächsten Mal.